Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video, liebe Leute. Ihr habt uns gefragt, unsere Top 5 Web Application Penetration Testing Tools. Für mich ist aber noch ein Kriterium dazugekommen. Und zwar soll nichts kosten, dass alle Leute, die das nachmachen wollen, die sich wirklich da im Penetration Testing fortbilden wollen, nichts an Kosten haben. Warum? Man kann jetzt argumentieren, naja, man kann immer kommerzielle Tools nutzen, erleichtern uns den Prozess, machen alles schneller, ist klar. Aber wir wollen erstens mal Dinge nutzen, die du wirklich nutzen kannst dafür, dass du jetzt Skills aneignest. Zweitens, die aber in der Praxis ewig viel genutzt werden. Und da sind jetzt zwei Tools dabei. Burp Suite nicht Pro und Nesos nicht Pro Version. Ja? Die kosten beide kein Geld. Ob sich da jetzt was unterscheidet, sei jetzt mal für dich vom UI, wage ich zu bezweifeln. Das Einzige ist, die Features sind dann vielleicht ein bisschen mehr. Da kann man diskutieren. Aber ich sag mal so, für dich ganz wichtig, du sollst das wirklich jetzt so eins zu eins nutzen können, die ganzen Tools, was wir dir jetzt hier zeigen, und sollst damit schon starten können in dein Web Application Penetration Testing. Und deswegen ist die Auswahl genau so. Ja, Burp Suite. Absichtlich jetzt hier die Nicht-Pro-Version. Du, ganz ehrlich, in einem Penetration Test, was für zwei Features hast du, die dir wirklich mehr helfen hier bei der Pro-Version, was dir wirklich helfen, ja? Seines Projekte speichern macht schon Sinn. Für einen Beginner, der jetzt nur so ein bisschen üben will, mach einen Screenshot davon und du weißt, das ist aber so die ganzen Projekte speichern, so macht nur wirklich Sinn, wenn du wirklich professionelle Penetration hast, dann sind die 350 US zuletzt nicht so schlimm zum Investieren im Jahr, ja, für die Burp Suite Pro. Aber das ist mal ein super Benefit und der andere super Benefit ist, dass du den automatischen Scanner dabei hast. Macht das Sinn? Ja. Yeah. Ich sage mal so, wenn du eh mit deinem Nesos drüber scannst, Aconetics oder was auch immer, brauchst du nicht unbedingt. Und das ist ja genau der Punkt, warum ich jetzt sage, für Beginner aufgepasst, weil auch beim Nesos hat sich was geändert. Und zwar gibt es ja nicht mehr die Home, sondern gibt es die Essential Edition. Das heißt, die kann man auch kostenlos kommerziell bis zu 16 APIs nutzen. Sprich, hat sich geändert. Herzlichen Dank an den Peters, unsere Community, beziehungsweise einen Freund von mir, / Firmenpartner. Bei ihm ist genauso. So, jetzt mal, der hat mir den Post angeschickt. Das ist so, wozu, wenn ich jetzt nur einen Webscan mache, so, der ist IT-Forensiker und macht sich nur wieder Penetration Test, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn er nur eine Sache scannen muss, eine IP, und es gibt eine Erlaubnis dafür, dass du Nesos Essentials nutzen kannst, dass du dir hierfür eine Consultant oder Pro Edition von Nesos kaufst, die mehrere tausend Euro im Jahr. Das macht keinen Sinn, oder? Mal ganz ehrlich. Und deswegen jetzt lange geschnackt, aber geh mal hin, warum Burp Suite. Es ist de facto der Standard für Interception Proxies. Wer mich kennt, weiß, dass es eigentlich mein Lieblingstool ist. Und das ist eigentlich gar nicht das Tool schwöre, sondern das händisch mache. Aber im Endeffekt ist halt so ein Nesos, ein Burp Suite, der perfekte Interception Proxy, der super funktioniert. Du kannst ihn für alles Mögliche nutzen, wie wir jetzt schon die letzten Videos erklärt haben. Aber jetzt speziell auf Web-Applikationen, du kannst den Intruder nutzen, kannst automatisierte Brute Forcing Angriffe, automatisierte SQL Injection Tests, Cross-Scripting kannst testen damit, kannst vieles testen. Wenn du im Repeater selbst mal einen Request abschickst und du merkst, ja, ich weiß nicht, Response passt mir jetzt nicht so, dann kannst du da immer wieder, sei jetzt mal kleine Manipulationen machen und immer wieder stückchenweise schicken. Dass du einfach weißt, du hast jetzt eine SQL-Injection oder 1 gleich 1, oh, ich habe da ein Hochkomma vergessen. Nee, doch nicht. Hier ein Hochkomma? Nee. Minus, minus hinten? Ah, da hab ich schon hinten vergessen. Okay, und auf einmal geht's. Weißt du, ich meine, dass du dir einfach so ein bisschen spielen kannst und nicht immer abschicken in den Request im Browser. Abfangen, umschreiben, vertippt. Ich habe auf Forward geklickt. Dauert 5 Sekunden im Repeater. Dauert nicht mal eine Sekunde. Ja? In Wahrheit. Hinschicken, ah, okay, hat nicht funktioniert, umschreiben, ah, okay, hat nicht funktioniert, ah, jetzt hat es funktioniert. Ja, das ist relativ cool. Was viele nicht wissen, du kannst ja generell die Burp Suite voll erweitern. Da hilft dir vielleicht auch wieder ein bisschen die Pro, weil du bei manchen Plugins noch die Pro schon nehmen kannst. Kleine Entwarnung, du kannst aber sehr oft auf GitHub und Co. sei jetzt mal kostenlose Plugins, die jemand selbst geschrieben hat, in Jython, das ist eine Art Verschmelzung von Java und Python, reingeben, die fast den gleichen Effekt haben, und auch der Burp Store selbst, also wo du die Plugins hast, hat für kostenlose Versionen mittlerweile urviel wertvolle Sachen. Ja. Kann sein, eine Nesos-Anbindung, eine Nmap-Anbindung, eine SQL-Map-Anbindung, lauter so Spielereien, Additional Checks, ich meine, das sind wir jetzt eigentlich wieder bei der Pro-Version. Was gibt es noch sinnvolles? Ich sag's ganz ehrlich, ich nutze das meiste gar nicht, weil es einfach für mich sonst zu überladen wird, weil man braucht es einfach nicht. Oder in manchen Situationen macht es Sinn und dann den schließt es wieder. WSTL ist zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn du WSTL und SOAP und so analysieren musst, würde ich zu einer SOAP UI nehmen, da kannst du trotzdem mit Burp Suite das auch so reinbringen. Ist jetzt ein Beispiel, ja. Deswegen super vielfältiges Tool.
Ich kenne keine Penetration-Tests. Ich habe 318 Penetration-Tests, nicht 318, ich mache es nicht, bin jetzt im 318. Das ist ein Tick von mir. Ich zähle einfach gerne mit, wie viel Kunden ich geholfen habe. Ja? Aber bin im 318. Penetration-Test und ich habe keinen Penetration-Test, wo das Tool nicht im Einsatz gekommen ist. Auch wenn es ein normaler ein normaler Initial-Penetration-Test war. Keine Web dabei, keine Mobile-App, kein gar nichts. Ja? Warum hin und wieder hast du einfach mal in einem Netzwerk-Penetration-Test auf einmal irgendeine Applikation laufen, die webbasiert ist? Buchhaltung hast du zum Beispiel sehr oft. Oder zum Beispiel Kundenverwaltung. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel erzähle. Sind ja alle unter NDA, aber also unter Verschwiegenheitserklärung. Aber ich sage mal so, ich kenne keinen Penetration-Test. Ich habe in all meine Reports reingeschaut, das Tool ist einfach die Nummer 1. Ja? Für mich persönlich. So, also super toll. Jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn du mit der Burp üben willst, die haben eine Academy. Und in der Academy kannst du dich kostenlos anmelden und kannst du die ganzen Tracks noch machen. Meines Wissens nach, es gibt ja Learning Materials, die hast du drunter. Aber gibt es hierfür keine Lösungen, das heißt, du musst es selbst rausfinden. Ist nicht schlimm, das sind wirklich nicht so schwierige Sachen meistens, ja. Und du findest vieles auf der Oberst, zum Beispiel, Oberst Top 10 und so, und dann suchst du den Web Security Testing Guide zum Beispiel raus und dann kannst du es hier adaptieren, das heißt nicht eins zu eins kopieren, aber umbauen und dann funktioniert es hier. Ist so ein Beispiel, kann man machen, wenn man mit der Burp relativ gut werden will und generelle Web-Angriffe lernen möchte. Kommen wir zu Nessus. Hier nochmal danke, Peter, für das, dass du es erzählt hast, weil wir haben früher bei uns bei jeder Schulung gesagt, Nessus Home, super zum Üben, bitte nehmt es nicht im echten Penetration-Test, weil ist nicht erlaubt. Und das ist da wirklich fett gestanden in fetter Schrift, ich glaube sogar in Rot. Das ist nur für nicht kommerzielle Nutzung. Jetzt ist es so, gibt einen offiziellen Blogpost. Ich werde ihn euch runter unter die Beschreibung reinpacken, damit es auch nochmal klar ist, weil das Peter hat mir es eh weitergeschickt. Im Endeffekt ist es so, du kannst Nessus Essentials bis zu 16 IP-Adressen pro Scan nutzen, also nichts Schlimmes. Ja? Wenn wir einen Webserver scannen, hat er vielleicht zwei IP-Adressen. Eigentlich nur eine, aber es gibt vielleicht einen Fehler, was er auf den zurückschaltet, wenn er überfordert ist. So. Ja? Vielleicht in einen Pentest mitscannen müssen. Erstens die Frage, kannst du nicht einfach sagen, ich mache einen Scan hier, ich mache einen Scan hier, ist die Frage. Und zweite Frage ist, auch wenn Subdomains sind, leiten meistens eben auf die gleiche IP-Adresse. Bei uns jetzt rein bezogen auf Web Application Penetration Testing oder in dem Fall Vulnerability Assessment, was ja auch ein Pfad oder generell sagen wir jetzt mal ein Part von Penetration Testing ist. Ganz ehrlich, da macht schon Sinn, sei jetzt mal nicht das Geld zu investieren, sondern wenn man jetzt so wie viele andere nur einen Penetration Test im Jahr dazu macht oder weiß ich nicht, manche, weiß ich nicht, ich mache viele im Monat, aber so sagen wir jetzt mal zwei im Monat oder so, zahlt sich vielleicht noch gar nicht aus, eine teure Nessus Pro zu kaufen, weil eigentlich ist ja gar nicht so der Mehrwert von Penetration Test, dieses Vulnerability Assessment, das ist ein Beiprodukt, nenne ich es immer. Ja? Und deswegen, du kannst dich hier mit der Essentials A, also alles, was du jetzt hier hast, kannst kommerziell nutzen, das ist auch ganz wichtig. Ja? Was dir auf dem Webscan hinbewegen und kriegst auch gute Ergebnisse, warum nehmen wir kein Open WASO, obwohl es auch kostenlos und kommerziell nutzbar ist, ist einfach in meinen Augen in vielen besser, aber nicht in Web-Applikationen. Nexpose, Aconetix, Netsparker, alles, egal was, ja. Wenn du die Lizenz hast, nimm es, go for it. Aber ganz ehrlich, wenn es kostenlos ist, jetzt gerade mit den Nessus Essentials, super Move von Tenable, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hilft dir viel. Da einfach einen Webscan auf einer Website machen, erspart dir viele Sachen wie einen Qualys-Scan, also SSL-Labs zum Beispiel. Oder wie wenn du zum Beispiel Observatory von Mozilla nimmst, kannst du nämlich auch hiermit checken. Also SSL-Settings, HTTP-Header-Settings, Cookie-Settings und so weiter. Das macht ihr ja eh automatisch. Man kann jetzt argumentieren, wenn ich mir die Burpsy Pro gekauft habe, ist dann Nessus fast unnötig. Ich sage immer fast, weil was die Burpsy Pro nicht testet, ist was nicht webbasiert ist, sondern was basierend auf dem Server ist. Das fehlt komplett. Heißt, wenn der Server einfach FTP aufgedreht hat, da Anonymous Login geht, Nessus checkt, Burp natürlich nicht, weil er da nicht hinschaut. Ja. Solche Sachen. Das heißt, die zwei einfach so ein Standardwerk. Und wer mich kennt, weiß, eigentlich Nessus ist einmal so gestartet und dann reingeschaut, wenn man es zum Schluss Penetration Testing Report wieder abgibt, gefühlt. Oder wenn man jetzt mal schauen will, naja, was hat denn der gefunden, was habe ich gefunden, gleicht das ab. So mache ich es meistens. Dann Deer Search. Deer Search, ey, es ist egal, ob du Deer Buster, Deer, Go Buster, Deer Brute, was du da nimmst, es ist komplett egal. Ich sage es ganz ehrlich wieder mal, aus der Seele gesprochen. Warum nehme ich Deer Search? Ich arbeite oft 12 bis 16 Stunden am Tag, manchmal 18, ist jetzt nicht gelogen, um 7 Tage die Woche. Ich liebe meinen Job als selbstständiger Penetration Tester. Ich liebe es, Leuten zu helfen. Ich liebe es, Leute im Penetration Testing zu coachen. Also von dem her,
Es ist einfach meine Passion, sonst würde ich nicht Security mit Passion als Firma gegründet haben. Und das ist einfach so die Sache, wenn du nur schwarz auf weiß hast oder weiß auf schwarz oder grün auf schwarz, das ist ja viele Umfärben, ja, kann es einfach nur, wenn du müde bist und mal nicht so, und das ist meistens dann, sag ich jetzt mal, kontraproduktiv, wenn du nur eine Schrift hast und es schaut alles gleich aus, dass du Sachen siehst. Ich meine, ich lese dann eh genau durch, um das geht es nicht, aber es geht viel schneller, wenn auf einmal ein Grün rausstricht, okay, da haben wir es gefunden, ein neues Directory, ein neues Subdirectory, eine neue PHP-Datei oder irgend so, die was man sogar einladen kann, weil es zum Fehler auf dem System gibt, Directory Listing oder so, und das gefällt mir einfach, wenn das eingefärbt ist. Für mich jetzt einfach von der Visualisierung her in der Command Line das Beste. Du kannst auch DIRP bzw. DIRP Buster nutzen. Das erste war Command Line, das zweite ist die grafische Version davon. Machen alles selber, kannst auch eine Burp-Suite dafür nutzen. Wenn du aber eine Burp-Suite dafür nutzt, hast du ein Problem, das ist Request to Request, du musst dann durchklicken. Das mag ich persönlich jetzt nicht. Bin ich nicht so der Fan davon, wenn du den Intruder von der Burp nimmst für Directory Brute Forcing. Geht. DSearch kostenlos, Python-File läuft somit auf Kalibox, nur Python und dann das File angeben, steht eh unten, wie es geht. Und es geht. Also von dem her geht relativ schnell, neue Directories rauszubekommen. So, dann SQL Map. Ich habe vorher gesagt, ich versuche eigentlich alles händisch zu exploiten. Jetzt gibt es zwei Anwendungsfälle, wo ich dann SQL Map einsetze. Erstens, Blind SQL Injection. Bis ich bei einer Blind SQL Injection, weil es keinen Fehler, kann gar nichts mehr zurückgibt, und das ist halt sehr oft in der Praxis so, was gefunden habe, als normale Penetration, das dauert einfach. Ja. In SQL Map kann man das automatisiert machen, wo ich mich schon anderen Themen wie Cross-Scripting mit meinem Click-Checking, XML External Entities und Cross-Object Discovery. Den ganzen Spaß, dass ich mich da dem widme, ja, kann das währenddessen mir bei einer Blind SQL Injection mal rausziehen. Weil, sagen wir so, ich muss selbst noch immer wissen, wo könnte das sein. Also das Skills brauchst du schon noch, aber du kannst den Prozess automatisieren. Oder der zweite Anwendungsfall, wenn ich mal eine SQL Injection gefunden habe und ich sage jetzt, okay, ja, weiß jetzt perfekt oder als geheim hat funktioniert, ich habe mal Datenbankteile rausziehen können oder einen User rausziehen können zum Beispiel. Jetzt, ja, kommt mir darauf an, wie das Statement vor war. Aber ist jetzt egal. Ich habe es geschafft, eine SQL Injection zu machen, möchte es dem Kunden aber den Impact zeigen, bevor ich jetzt ein Union Select, bla 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 blub und alles Mögliche rausziehe und ewig lang am Statement sitze, weil ich das im Hintergrund ja erraten muss, nimmst das Tool und dann macht es automatisch. Jetzt kommt der nächste Schritt. Dann kannst du mit minus minus dbs zum Beispiel Datenbank herausziehen. Dann mit minus groß d, dann Datenbankname, minus minus tables kriegst du die Tabellen zu dieser Datenbank raus und so weiter. Ja. Das heißt, es geht urschnell. Und wenn du mal so weit bist, dass du sagst, ein Dump oder Dump All, mach nie ein Dump All bei einer echten Firma, weil da hast du einfach so große Datenmengen, dass einfach SQL Map abstürzt manchmal oder einfach, dass du nicht mehr mit dem Lesen zurechtkommst. Such dir die wichtigen Tabellen deiner Meinung nach raus und da mach einen Dump davon. Klasse Tipp, ja. Und wenn du dumpst, dann kannst du auch einfach mit ja weiter bestätigen und da steht dann irgendwo, möchtest du die Hashes cracken, wenn er welche hat, und dann versuchst du es zu cracken. Dann brauchst du kein Hashcat, brauchst kein John the Ripper, was auch immer man nutzen möchte dafür, ist ja egal. Ja? Sprich, dann hast du eine Automatisierung wieder drin, die dir hilft. Ja, und nein, ich berechne nicht meine Passwort-Hashes selbst, weil Zeit für sowas habe ich nicht. Es gibt zwar Formeln dafür, aber nein, dafür gibt es eine CPU, beziehungsweise noch besser eine GPU. SQL Map basiert leider auf CPU. Ja, aber trotzdem für die Fälle reicht es uns. Ja, und dann zu guter Letzt, Moment mal, das ist kein Tool. Habe ich dir irgendwas falsch gemacht? Nee. Zu guter Letzt so die Sache, du kannst hier, sag jetzt mal, auch noch mit Nikto arbeiten, du kannst mit anderen Tools arbeiten, ist schon klar. Ja, WP-Scan, wenn du WordPress-Seiten hast, Drupal-Sachen, wenn du Drupal hast, das ist schon klar. Aber was dir wirklich, wirklich im Leben weiterhilft im Penetration-Testing, ist einfach so gängige Testing-Methoden. Und deswegen will ich dir hier eines meiner Lieblings-GitHub-Repositories vorstellen, unser Payloads All the Things von Swiss Sky Repo. Warum? Du hast hier, wenn du Cores testen möchtest, wenn du Cursor Request Forgery, wenn du CSV Injection, generell CVEs, Command Injection, Directory Traversal, File Inclusion, GraphQL Injection. Ja, du siehst, da gibt es ja alles. JSON Web Token, also kurz EWT, Kubernetes, LDAP Injection. Das ist so ziemlich alles, was wir als Web Application Penetration Tester brauchen. Wir können irgendwo mal reingehen. Das ist ein schön. Gehen wir mal rein, XML External Entities. So, dann sagt er da in der README genau, wie es funktioniert. Das sind Tools dahinter, wie du siehst. Das sind generell, wie kann man das rausbekommen? Naja, hier lädt er die externe Entität von dem. Ja. Wenn du nicht weißt, was XML External Entities ist, kurze Erklärung. Wir können in den XML-Code rein injecten. Das ist mal eine XML-Injection. Externe Entitäten ist ja noch was Eigenes. Ich kann dann zum Beispiel eine externe Entität laden, die, da oben sieht man schön, auf File etc Passwd, also auf die User-Datei in Linux verweisen kann oder unter Windows, dass du dir zum Beispiel versuchst, die SAM, ja,
Security Authentication Mechanismen rauszudumpen, wo auch wieder User und Passwort-Hash und so weiter drin stehen können, wenn du es kombinierst, dass du solche Sachen rausdumpst. Das heißt, da unten sieht man schon, da ist so die Classic XSE. XSE, ja. Wir versuchen einfach einen System Call zu machen und lesen jetzt ein etc/passwd aus und schreiben es dann irgendwo raus mit untest, was einfach nur die Referenz auf die Entity ist, ja. Sprich, dass man sowas reincheckt. Das ist dann XML External Entity. Super, weil da haben wir diverse Testmethoden, wie man es testen kann. Manchmal geht ja das nicht, dann manchmal muss das Base64 encoden. Das ist immer, wie es gegenüber dahinter ist. Und da hast du einfach so viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und wenn du wirklich mal auf dem Level bist, dass du die ganzen Angriffe in- und auswendig kennst und verstehst, tut dir das wirklich einen guten Gefallen, weil du hast schnell den Code zum Rauskopieren, musst es nicht immer speichern. Ich will auch mit Git Clone mir das auf Kali raufkopieren, ja, generell, fürs Web-Pentesting. Und dann gehst du einfach rein, weißt SQL Injection, ja, Blind SQL Injection, bla bla bla, schau mal, gibt es irgendwo eine Blind oder so, oder ja, eine Shell zum Beispiel spawnen, gut, dann nehme ich jetzt SQLMap dafür. Eine Möglichkeit, Tor mit SQLMap nutzen, gut, brauchen wir jetzt alles nicht. Da hast du ein paar coole Authentication Bypasses, die eigentlich alle immer selber machen, das System da reinzutricksen, dass er glaubt, okay, es war, oder ignoriere einfach alles im Hintergrund und so Sachen, ja. Und das geht ja urschnell, wenn du dir schon her das da nimmst und in den Intruder von der Burps wieder rein gibst, ja, und sagst, bitte mach mal genau das, ja, eines nach dem anderen bei einem Request. Spart dir urviel Zeit, du kannst auch alles händisch eingeben, nur stelle ich mir die Frage, macht es wirklich Sinn, alles händisch einzugeben? Weißt du, ich meine so, okay, Admin, bla 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 und so weiter, bist halt einfach ineffizient, ja. Und deswegen, wenn du weißt, wie das Ganze funktioniert, wenn du es nicht weißt, dann nimm nicht irgendwas und schmeiß es irgendwo rein, weil, ja, man sollte schon wissen, was es tut und was verstehen, aber so als kleines Cheat-Sheet, als Referenz, ist meiner Meinung nach dieses Repository für Web-Application-Penetration-Testing eine der wichtigsten Sachen, was du brauchst. Im Endeffekt, Burpsuit, DSearch und das, ja. Oder nicht mal DSearch, weil du kannst es mit Burpsuit eigentlich auch machen, also Burpsuit und das wäre eigentlich auch okay, wenn du es hast, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe mal wieder Mehrwert geschaffen. Natürlich alle Links in der Beschreibung. Und ansonsten, herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ja, ich bin's nochmal. Ich wollte noch was sagen, und zwar, wenn dich das Penetration Testing wirklich voll bockt und sagst, mega cool, möchte ich unbedingt machen, möchte das zu meiner Passion machen, zu meiner Leidenschaft machen, möchte das auch als meinen Berufsweg wählen. Ich mag es genauso, ja. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wir haben ja unseren SMP Penetration Testing Mentor. Die Kurzfassung, eine 3- bis 6-monatige Ausbildung zum professionellen Penetration Tester, und kannst du mal im Hintergrund bei mir ein bisschen mitschnuppern. Da sind Buffer-Overflows drin, das ist Mobile Penetration Testing, API Penetration Testing, WLAN Penetration Testing, Exploit Development, wirklich Penetration Testing von A bis Z. Lerne von mir als Senior, wie du professioneller Penetration Tester wirst. Und da hast du noch Mentoring dazu, da hast du noch unser Hacking Lab dazu, über 70 Stunden Videomaterial, über 30 Stunden Hacking Maschinen, das wird immer mehr. Was ich sagen will ist, wenn dich sowas bockt, kannst du entweder auf unsere Mentoring-Seite gehen, mentoring.securitymitpassion.at/mentoring, dann bist du direkt dort, Link natürlich in der Beschreibung, und natürlich auch uns eine E-Mail schreiben an mentoring@securitymitpassion.at, dass du dich bewerben kannst. Ja? Cooler Tipp, ja, wir haben ja bald Ostern, ich sag's ganz ehrlich, ich liebe es einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, Leuten zu helfen, deswegen haben wir es geschafft, dass wir jetzt 40% Rabatt geben können bis zum 5.04.2021, also bis zum Ostermontag, und die möchten wir dir einfach geben, ja. Und deswegen kann ich ganz ehrlich sagen, wenn du Interesse hast, wenn das dein Ziel ist, komm vorbei, kriegst ein 30-minütiges, komplett kostenloses Beratungsgespräch. Es geht über das Bewerben, also einfach auf den Bewerben-Button klicken, schickst uns eine E-Mail, kriegst ein kostenloses Beratungsgespräch. Im schlimmsten Fall, du ganz ehrlich, hast du von unserer Strategie, wie du Penetration Testing lernen kannst, mitbekommen, das ist das Schlimmste, was passiert. Im besten Fall bist du bei uns und lernst es professionell. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.